Moinsen, ihr Füchse da draußen. Und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, sicher doch. Sorry, ich habe gerade eben übrigens außerdem schon den Knopf gedrückt. Weil ich kassiere den ab. Dann machen wir das nochmal ganz von vorne. Moment. Du möchtest haben Woche, Senior und eine sollst du kriegen. 1 Euro Wechselgeld, bitteschön. So, jetzt nochmal in Ruhe. Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück mit meiner Berufsfahrerkappe. Hier beim Berufsfahrer-Simulator 2018. Wir fahren gerade heute das erste Mal Premiere, die neue Strecke durch das Industriegebiet. Und bis jetzt muss ich sagen, ist hier richtig scheiße. Also richtig scheiße. Ich bin mal gespannt, ob das noch besser wird. Aber hier ist nur stockender Verkehr die ganze Zeit. Das ist wirklich fürchterlich. Also wirklich fürchterlich. Ja, ich halte an. Wirklich fürchterlich. Ich hoffe, das wird noch besser. Wie spät haben wir das eigentlich? Oh ja, da geht noch was. So, aber wenn wir Glück haben, machen wir die noch und danach noch eine Tour und dann schalten wir die nächsten Gebiete frei. So, okay, vorsichtig weiter. Bin ein bisschen schnell unterwegs, habe ich das Gefühl. Man muss ja auch alles im Blick haben, ne? Man muss immer, habe ich heute auch gelernt, ich habe heute wieder mein Motorrad-Fahrschul-Lernbuch weitergelesen und habe gelernt, man muss immer im Flow bleiben. Warte, guck mal, er will links abbiegen, das heißt, ich kann den Moment nutzen. Nutze den Moment, ich nutze den Moment und schubbel mich dran vorbei. Das ist illegal und macht man natürlich nicht. Man muss im Flow sein. Das bedeutet, du musst genau den richtigen Aufmerksamkeitsstand haben, genau die richtige Mindset- und Gefühlseinstellung, um voll und ganz bei dem zu sein, was du da gerade tust, dich auch voll und ganz darauf zu konzentrieren. Alles andere ist unwichtig. Nur das, was du gerade machst, also das Fahren, das ist das Wichtige. Du bist also komplett im Flow. Und das sind wir heute hier, ne? Würde ich sagen. Wir sind komplett im Flow. Muss manchmal ein bisschen illegal abkürzen, weil hier die Straßen, also die KI, die bekleckert sich hier aktuell nicht mit Ruhm. Hashtag Realtalk. Alter, scheiße. Wow, wow, wow. Da musst du echt ein bisschen abbremsen. Da darf man nicht so schnell rumfahren. Aber es kostet dir immerhin kein Geld. Bootsbauergasse. Guten Tag. Williams. Hallo. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, sehr gerne. Was möchtest du haben? Einzelstudent? Eine? Ja. Danke. Immer gerne. Einzelstandard, eine. Danke. Bitte, bitte, bitte. Alle drin? Gut, dann fahren wir mal weiter. In den fließenden Verkehr wieder einordnen. Jo. Let's go. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Scheiße, Mann. Okay, auch hier geht wieder nur eins. Man muss sich ein bisschen vordrängeln. Achtung, musst zur Zuckerfabrik. So, vorsichtig, bleibst du mal eben, danke. Jetzt kann ich aber, ne? Ich schubber mich eben kurz zwischen, danke. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. So, 70 dürfen wir hier fahren. Ja, sehr schön. Das kriegt mein Bus locker hin. Schlagloch. Oh, sind wir gut dran vorbeigefahren. Alles gut. Oh, ein bisschen durch die Pfützen fahren. For a brighter future. Genau. Fahren Sie schön Bus. Wer Bus fährt, hilft auch der Umwelt. Ich muss erstmal schauen, ob ich in meinen Badeanzug passe. Ja, das Problem kenne ich. Nach der Corona-Zeit, alter Focko, ich sag euch das. Ich habe einmal erfolgreich eine Diät angefangen. Oh, was ist das denn für ein Schlagloch? Alter Bruder, der arme Bus. Und ja, das war aber auch alles. Ein Versuch. Jetzt die Frage, wollen wir uns wieder vordrängeln? Die biegen alle links ab, komm. Oh, scheiße, Bruder. Wir drängeln uns doch nicht vor. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Oh Gott, Alter. Hier gibt es einen Strand? Echt jetzt? So, ich muss links. Eben Vorrang gewähren. Ja, und dann nutzen wir die Lücke hier eben schnell. Jawohl. Und dann geht es auch schon. Dann geht es schon. So, Achtung, wir halten an. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Hier ist jetzt wieder so ein aufgemaltes Ding, aber das ist echt, das ist wirklich aufgeklebt. Das ist gar nicht vom Spiel reingeeiert zum Helfen, sondern das ist nur manchmal da. Jetzt verstehe ich das erst. Einen schönen Abend wünsche ich noch.
Moin. Hallo, hallo, kommen Sie alle rein. Alle drin? Jo. Da nutze ich doch mal kurz den Moment. Willkommen bei Fox in Motion GmbH. Kann ich mal bitte Ihren Fahrschein sehen? Auch Ihre Fahrkarte bitte. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ha, natürlich, natürlich. Fahrschein bitte. Hab ich denn? Fahrschein bitte. Fahrkarte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ja, steck dir das hier in den Arsch mit deiner Katze. Hallo. Dankeschön. Hier. Moin. Hier, bitte. Na klar. Kann ich bitte den Müll auch haben, der da neben Ihnen liegt? Verdammte Scheiße. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich wollte den Müll. Na klar. Hier hinten, wie sieht's da aus? Ja. Hier, bitte. Ja. Na klar. Okay. Hier. Eine gute Fahrt wünsche ich noch. Oh, hier. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ja, ich wollte nur noch mal fragen. Ganz höflich. Ich konnte mich an Ihr Gesicht nicht mehr erinnern, wissen Sie? So. Und wieder in den fließenden Verkehr einordnen. Los geht's. Was ist hier vorne denn los? Zum Heuschober, da machen wir Party. Auf geht's. Oh. Bin mal gespannt, ob wir hier positiv rausgehen bei der Mission. Es wird schwierig, glaube ich. Wird eng. Zum Heuschober. So. Hier wollte keiner aussteigen, aber viele Leute einsteigen. Es hat keiner gedrückt von euch. Oder ich sehe den Knopf hier nicht. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Moin. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, selbstverständlich. Sie wollen Woche, Standard, eine. Bitte schön, 2 Euro. Zack, zack. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja, was darf sein? Ich habe schon ewig Tag, nicht gesehen. Student, eine. Jawohl. Erst, danke. Immer gern. Noch jemand? Alles klar, alle drin? Jo. Gut. In den fließenden Verkehr einordnen. Oh, los geht's. Okay, ja. Entschuldigung, ich kann sie noch mal die Tür aufmachen. Oh, Mädel. Aber schnell. Alles für die Kunden, ne? Alles für die Kunden. Nächstes Mal nehme ich die mit, Alter. Hattet ihr das mal, dass ihr mal aus dem Bus wieder raus musstet? Ich glaube, ich musste das in meinem Leben nicht machen. Musste, glaube ich, niemals, weil ich zu blöd war, aussteigen. Kann ja mal sein, dass man was vergessen hat oder so, ne? Haut mal in die Kommentare, wenn euch das mal passiert ist und ihr mal raus musstet. Und warum, wenn ihr sagen möchtet. Bin ja nur neugierig, ne? Das haben wir Füchse so an uns alt, das dauert mir wieder zu lang, komm. Das dauert ewig, bis die alle links abgebogen sind, das kannst du knicken. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. So muss das sein mit Werbepause. So, Achtung, Achtung, oh. Eben vorgedrängelt, so. Ich habe ja meinen ganz eigenen Stil. Ja, ich habe das mit der Stadt aber abgesprochen, ist gar kein Problem. Die haben mir gesagt, das ist in Ordnung. Hin und wieder darf ich mal, wenn es sein muss und die Fahrt frei ist, darf ich ruhig mal mich vordrängeln. Pünktlichkeit ist halt wichtig, ne? Auch hier jetzt, ne? Kannst du dich eben mal... Oh, scheiße. Was habe ich nun davon? Da bin ich auch selber schuld. Alter, was ist denn jetzt los? Ich habe nichts falsch gemacht. Darf ich mal bitte durch? So, vorsichtig. Oh, scheiße, Bruder. Das war, glaube ich, teuer. Das könnte mich jetzt das Einkommen gekostet haben. Das könnte, diese Aktion jetzt könnte es zu einer Minusnummer gemacht haben. Bin ich ehrlich? Das könntest du nach Minusnummer gemacht haben. Nächstes Mal muss ich mich besser dran halten. Aber hier ist echt einfach der Verkehr scheiße. Da stehst du 5000 Jahre rum. Es juckt. Alle drin? Jawohl. So, und wieder einfädeln. Nächster Halt. Nutrivore. Forschungslabor. Endstation. Bitte alle aussteigen. Eben hier durch. Meddeln. So, meine Lieben, wir nähern uns der Endstation. Bitte packen Sie schon mal Ihr Gepäck wieder ein und machen Sie sich bereit aufzusteigen. Wir nähern uns dem Ende der heutigen Fahrt. Ja, ist nett, dass du drückst, aber da halten wir sowieso an, denn das ist die Endstation, du hochbegabtes Wesen. Aber ist in Ordnung. So. Und alle aussteigen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Vielen Dank, dass Sie sich für die Blue Fox in Motion GmbH entschieden haben.
Und ich hoffe, Sie fahren in Zukunft auch wieder mit uns. So. Gut, dann würde ich sagen, ab zurück ins Depot, nicht wahr? Eben einordnen und los geht's. Das ist der Nervenkitzel jetzt. Werde ich es jetzt auf dem Weg zum Depot nochmal verkacken, ne? Die Möglichkeit besteht natürlich. So, auf geht's. Ich hoffe, der Verkehr ist hier nicht ganz so brutal. Also momentan ist wirklich, das ist echt schrecklich. So, wir müssen beide links. Ich lasse dich vorfahren. Danke. Ups, egal. Wieder mal ein zu früh. Ich biege gern mal ein zu früh ein. So. Bisschen früh geblinkt, ne? Gebe ich zu. Bisschen früh geblinkt. So, Junge, komm, fahr. Bahn ist doch frei. Da, jetzt hättest du doch gekonnt. Jetzt hättest du doch gekonnt. Oh, Junge, komm. Ah, siehst du, ein bisschen sanft mit der Hupe mal ein bisschen motivieren. Die sich auch mal trauen. Oh, Achtung. Achtung. Oh, was ist das hier stockend? Was ist das hier stockend hier mit dem Verkehr? Sehr stockend. Sehr stockend ist das hier. Sehr stockend. Soll ich wieder überholen? Lieber nicht. Das gibt nur wieder Geld. Also kostet Geld. Viel Geld. Na komm, wie weit ist denn das noch? Das ist ein Stück. Oh, fahr doch bitte. Ich muss doch noch nach Hause. Feierabend machen. Na los, komm schon. Oh, Junge. Ich habe das Gefühl, wir haben hier echt ein Problem. Mal sehen, wie dicht ich auffahren kann. Oh, er fährt, er fährt, er fährt! Es geht los, es geht los! Komm schon, fahr mit über die Kreuzung, bitte! Bitte fahr mit, fahr! Danke! Einfach trauen, lass uns mitziehen, komm. Oh, hier. Da haben die Leute immer Angst. Das sogenannte amerikanische Abbiegen. Wenn zwei links abbiegen, wie in so einer, wie heißt das, Parabel, Parallele? Keine Ahnung, ihr wisst das schon, ne? Zwei Leute jeweils links abbiegen wollen, dann kann man das gleichzeitig tun. Trauen sich ganz viele nicht. Wenn ihr, müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr selber fahrt oder mitfahrt und das passiert, dass ihr nach links wollt und der andere gegenüber halt auch in sein links. Das heißt, beide können ja gleichzeitig abbiegen. Wie viele sich das nicht trauen. Natürlich, klar, es muss auch genug Platz sein. Manche Kreuzungen sind zu klein und nicht geht, dann muss man halt irgendwie einem vor. Muss man überlegen, wer zuerst da. Muss man sich absprechen, ne? Wie die Augen dann schnell. Aber in der Regel geht's. So, wir nähern uns dem Depot. Port Amber. Eigentlich schade, dass es so eine Fake-Stadt ist. Ne? Wäre cool, wenn das irgendwie, keine Ahnung, München oder Berlin oder irgendwie sowas wäre. Der nächste ist leider auch wieder nur so ein Fake-Ding. Aber es gibt auch jetzt einen neuen, der heißt The Bus, aber ist noch in Early Access. Habe ich mir überlegt, ob wir uns den auch nochmal gönnen, aber ich glaube, wir machen nach dem erstmal kurz wieder Pause mit dem Bus. Ich habe noch ganz viele andere tolle Simulatoren. Aber danach kann man ja wieder einen einstreuen. Ne? Ich habe noch den Fernbus-Simulator auch noch am Start. Dann gibt es auch noch diesen The Bus. Und dann ist auch bald hier von der 21er draußen. Der ist aber irgendwie so in der China-Karibik-Welt. Das ist ganz merkwürdig. So ein Mock-up, Misch-up aus Chinatown und irgendwie Florida oder so. Ich habe keine Ahnung. Sieht ein bisschen befremdlich aus. La 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 la, was ist das hier eigentlich für ein Ding? Ist das hier mein Mikrofon, wo ich Ansagen machen kann? Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze unsere Endhaltestelle. Bitte stellen Sie das Furzen ein. Fahr! Meine Güte! Vielleicht muss ich das echt abbrechen in Zukunft. Dauert zu lang wieder, das Zurückfahren. Ist das hier für ein Hebel? Feststellbremse, was ist das? Radio! Ah, man kann auch ein Internetradio übrigens einbinden, wenn man Bock hat. Also ich könnte zum Beispiel das Wacken Worldwide Online Super Radio einbinden und könnte jetzt hier dann auch Radio hören während der Fahrt. Danke. Jetzt fahrt doch endlich verdammt nochmal. Das ist ja wirklich schlimm. Wir sind zum Glück gleich da. Ich breche jetzt nicht ab. Aber vielleicht machen wir das in Zukunft dann doch nicht mehr. Mal überlegen. Jetzt haben wir jetzt schon oft genug bewiesen. Aber es gehört für mich irgendwie zum Abschließen so einer Tour dazu, dass man dann ins Depot fährt.
Vor allem kann man dabei halt nochmal verscheißen, weil man gerade dann fertig mit der Rute ist, freut sich seines Lebens. So, yay, ich hab's geschafft. Geil. Und dann am Ende schön noch eine Kollision bauen und nochmal richtig Asche löhnen. What the fuck habe ich jetzt wieder verschissen? Okay, warte, wir müssen kurz wenden. Bitte, 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 bitte. So. Das, meine Lieben, macht man natürlich auch nicht. Oh, das machen nur Blaupüchse. Oh. Nur aber hier rein. Moin. Oh. So, wo geht das denn jetzt hier zu dem Depot? Ja. Wo ist das Depot? Ach, da. So, nämlich richtig viel Anlauf, dass wir schön gerade in so eine Links reinfahren können. Wow, 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 wow. Oh, Bruder. Alleine deswegen lohnt sich die Fahrt. Diese Spannung, ob ich es schaffe, in dieses Ding einzufahren, ohne den Bus irgendwo gegen zu lämmeln, ne? So, wir haben es geschafft. Das war wieder ein anstrengender Tag. So, aber wir haben es geschafft. Und? Ach, wir sind positiv rausgegangen. Geil. Trotz ein paar Kollisionen. Neuer Bus, der Iveco Urban Way 12 Meter und eine neue Farbe. Na, Farbe will ich das ja nicht nennen. Eierschalen kotzweiß. Sehr gut, Woche 12. Läuft bei uns. So, wie sieht's denn aus? Jetzt gucken wir mal wieder. Ich wechsle mal wieder auf die Maus. Erstelle eine Strecke mit maximal 10 Haltestellen, welche beinhaltet. Davon 2, davon 2, davon 2, davon 2. Ordne mindestens einen Fahrer zu und wähle ausschließlich Erdgasbusse. Fahre die Strecke mit einem Erdgasbus. %85 der freigeschalteten Haltestellen sollten auf Strecken sein, die mit Fahrern Einkommen generieren. Ja gut, das wird schwierig. Da muss ich aber noch ein bisschen, ja. Dann bauen wir jetzt mal hier eine Strecke. 2, 2, 2, 2. Immer zwei Stops. Also, neue Strecke. Wie nennen wir die denn mal? Quer durch die Gegend, Fuchs. Quer fällt ein, Fuchs. Okay. Dann würde ich sagen, wir starten in der Agricultural Zone 2. Hier brauchen wir 2. Dann würde ich sagen, nehmen wir die und die. Dann Sober Grounds 2. Nehmen wir die und die. Dann hier 2 und Oakwood 2. Oder wie sagen, nehmen wir noch den. Und dann noch dahin. Genau 10 Stück. Warum kann ich das jetzt nicht speichern? Wieso geht das jetzt nicht? Ich kann es jetzt nicht speichern. I don't know why. Muss ich das wegmachen? Keine Ahnung. Irgendwas verkackt. Was ist denn los? Ja. Nochmal. Neue Strecke. Jetzt steht da wieder speichern. Wer fällt ein, Fuchs? Ja, warte, ich muss jetzt die Strecke bauen. So. 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 So.
Und dann dahin zurück, würde ich sagen. Irgendwas stimmt nicht. Scheiße, Bruder. Das ist doch gerade eben besser gemacht. Ich starte mit hier, dann dahin. Dann dahin, dahin. Dann können wir ja dahin, 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 dahin. Dahin und dahin. Speichern. Jawoll, und das Ding sollen wir mit einem Erdgasbus fahren. Ich glaube, dafür haben wir noch nicht genug Kohle, aber das sehen wir dann gleich. Meine Lieben, ihr habt den Hahn krähen gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen gebührlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.